Hi und herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. In der letzten Folge hat es ja die RNK hier regelrecht zerlegt, als wir das Sicherheitssystem der Anlage aktivieren konnten. Und geplündert haben wir, soweit ich weiß, auch schon alles. Jedenfalls alles Wichtige. Außer natürlich diese Munitionskiste, die wir uns auch noch vornehmen. Komm. Wir halten fest, es ist eine leichte Kiste und wie zur Hölle. Nicht noch weiter runter. Also das Schloss will mich irgendwie verarschen. Oh, aber es hat sich gelohnt für 4 Raketen, die ordentlich was wert sind. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich überlege gerade, ob wir nochmal zurück in die Anlage gehen sollten und uns den ganzen Rest dort schnappen können, beziehungsweise die RNK dort erlegen. Ich weiß gar nicht, ist da noch Soldaten von denen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wie dem auch sei, ich weiß auch gar nicht, wie man da wieder hinkommt, außer außen rum zu latschen. Hier drüber springen geht wahrscheinlich nicht. Ich unterschätze dieses Spiel ein für alle Mal, immer und immer wieder. Naja. Ja, das sah gerade aus wie eine riesige Spinne. Leicht paranoid. Gucken wir doch mal, ob noch jemand dort verblieben ist. Und ob es noch etwas zum Plündern gibt. Oder ob da noch irgendwelche Personen sind, die uns freundlich gesinnt sind. Hallo. Komisch. Den Kühlschrank können wir aber ausräumen, ohne dass es jemanden stört. Das brauchen wir aber alles. Wow. Wegen der einen Sache sind wir jetzt überlastet. Mal schauen, ob wir irgendwas. Können wir. Unwahrscheinlich, dass die kompatibel sind. Kampfmesser, genau. Die wollte ich alle mal auf Vordermann bringen, quasi. Damit wir die dann alle einzeln schön verkaufen können und die uns nicht so viel Gewicht wegnehmen. Voll. Das ist irgendwie cool jetzt. Die sind nämlich alle 500 wert. Und wir können zum Waffenschieber und die wirklich alle vertickern dann. Und für eine ordentliche Menge an Geld letztendlich. Was lag da gerade? Eine Brille, die wir aber nicht benötigen. Die Sehkraft unseres Charakters reicht aus. Aber hier musste noch irgendwas Sinnvolles sein. Und wenn es auch nur ein bisschen Geld oder Munition ist, ich wäre ja mit allem zufrieden. Jedenfalls müsste sie irgendwie zurückgehen. Nein, das ist nur ein kaputtes Waschbecken und das ist nur ein Besen. Das bringt uns alles dann recht wenig. Aber hier können wir jedenfalls raus. Ich glaube, am Anfang war auch nichts Großartiges. Wieso haben wir eigentlich dadurch Karma verloren, weil wir die Ausgangstür benutzt haben? Das ist auch wieder sowas. Jetzt können wir auf jeden Fall die Solarmodule auf dem Airfield reparieren. Da werden doch die Rums auch wieder ordentlich zufrieden sein. Oh, und wir sind auch gleich hier. Ist spezieller Spawn. Oh, Tatsache, das ist cool. Das wusste ich gar nicht. Da bin ich letztes Mal echt hier unnötig hingelatscht, als ich die Ameisen nochmal erledigen musste. Hätte ich da mal früher drauf geachtet. Genau. Dank ihres Wissens über Photovoltaikzellen können sie die Solarmodule gründlich reinigen, polieren und verbessern. Sie reinigen und verdrahten auch einige abgenutzte Schaltkreise neu. Die Leistung dieser Gruppe erhöht sich um 50%. Das hört man doch gern. Das machen wir jetzt einfach mal bei allen hier. Hui, schön. Der sieht auch noch etwas kaputt aus. Das können wir auch erneuern. Den hier reparieren wir sogar von der anderen Seite. Etwas Variationen schaden auch nicht. So, wo können wir die letzten Teile noch reinpumpen? Der sieht gut aus. Der auch. Da habe ich auf jeden Fall schon einen kaputten gesehen. Und der ist auch in Top-Zustand. War es das nicht schon? Ah, doch. Alle defekten Solarmodule wurden repariert. Und wir müssen Loyal über die Reparatur informieren. Aber da nutze ich natürlich jetzt mal die Schnellreisefunktion, die ich letztes Mal übersehen hatte. Damit wir nicht wieder über das gesamte Airfield wanken müssen. Ah, cool, das ist sogar vor den Toren. Die Spawns habe ich irgendwie gar nicht beachtet. Hallo.
Vielleicht sollte ich da nicht irgendwie dagegen laufen. Aber dass die auch den gesamten Tag mit diesen Raketenwerfern auf der Schulter rumlaufen, das geht doch mit der Zeit auf den Rücken. Hier müssen doch irgendwo bestimmt Raketen rumliegen oder so, die man sich snacken kann. Naja, vielleicht finden wir ja noch was. Reden wir erstmal mit Loyal, um die Quest abzugeben. Und unseren Ruf wieder ordentlich aufzupolieren. Ich glaube, Belohnung kriegen wir eh nicht. Die sind alle viel zu geizig. Und wir sind hier auch noch der Fremde. Obwohl wir ja schon akzeptiert sind. Was auf lange Sicht gesehen sogar schon ein großer Erfolg war. Indem wir hier den Leuten vor den Ameisen geholfen haben. Ach nee, das war der andere. Loyal ist wahrscheinlich in der Hangarhalle da. Ich denke fast gerade wieder, dieser Weg wäre kürzer gewesen, von einfach da hinten loszulaufen. Ach man, damn it. So, jetzt wäre es nicht allzu schlecht, einen Eingang zu finden, weil die ja doch recht gewaltig aussehen, die Hallen. Und durch das Wellblech können wir leider auch nicht raus reinkriechen, natürlich nicht rauskriechen. Wir wollen erstmal rein, bevor wir rauskommen. Ich gehe hier über die Schnellreisepunkte, das habe ich auch nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ich glaube, ich bin einfach stumpf immer wieder zum Eingang gereist. Was ziemlich sinnlos ist. Und auch eine Zeit verschwendet. Aber da sieht es doch schon mal so aus, als gäbe es eine Art Eingang. Mal kurz auf die Minimap schauen, ob ich auch nicht umsonst rein... Bin ich jetzt echt umsonst da... Okay, Glück gehabt, dass ich doch nicht hineingelaufen bin, denn der Typ befindet sich wahrscheinlich da hinten in den Zelten bzw. Hütten. Ach, nicht schon wieder das Telefon. Telefon, hör auf zu klingeln. Danke. Es hört auf mich. Da läuft doch auch schon jemand, der dem Questpfeil doch zuzuordnen wäre. Ach genau, Loyal war ja der Typ, der uns bis auf den Tod nicht ausstehen konnte. Aber jetzt dürfte uns doch eigentlich... willkommen heißen, wenn wir ihm hier so großzügig geholfen Hallo, haben. Hallo Außenseiter, brauchen Sie was? Ich habe die Solarmodule repariert und ihre Effizienz erhöht. Beeindruckendes Stück Arbeit. Werd's im Hinterkopf behalten, falls es mal wieder was zu tun gibt. Ui, die Quest haben wir auch fertig. Ich weiß zwar gar nicht, was diese VR-Pods in der Kantine sind, aber wir fragen einfach mal, ob wir die Codes bekommen können. Nein, die sind nicht für Außenseiter bestimmt. Lassen Sie die Finger davon. Ich bin wirklich interessiert an der Geschichte des Stamms. Ja, andersrum formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Wozu dienen die Pods? Na, wenn Sie das so sehr interessiert. Das sind Flugsimulatoren. Sollten Sie unsere Geschichte noch nicht kennen, besuchen Sie doch mal Pete. Wir träumen davon, eines Tages den Himmel zu erobern. Okay, auf Wiedersehen. Beliebt. Wir sind beliebt. Was der Name beliebt ausdrücken sollte. Hey, ich will diese Flugsimulatoren benutzen. Das klang ja recht cool. Okay. Wem sollen wir denn als nächstes beistehen? Sollen wir hier rein? Wir sollen hier rein. Im Rumster-Museum waren wir. Waren wir doch schon längst. Oder hast du noch da was Sie zu sagen? Da Sie jetzt die Geschichte unserer Leute kennen, müssen Sie sicher jede Menge Fragen haben. Ja, fragen wir einfach mal. Das ist zu viel Geschichte. Ich habe keine Ahnung, ob wir das alles durchfragen müssten, aber ich glaube nicht, da wir ja schon die Quest beendet hatten. Dann gehen wir einfach mal in diese Richtung. Denn da lockt uns der Questfall ja auch noch hin. Denn ich habe jetzt keine Lust, noch eine halbe Stunde lang die gesamte Geschichte durchzuklicken. Da es ja eh letztendlich nur um Sprengstoffe geht. Ah, Krankenstation. Sollten wir die Waffe vielleicht mal lieber einpacken, um es nicht noch schlimmer zu machen? Ich weiß, dass Mutter Perlin erlaubt hat, Nellis frei zu erkunden, Außenseiter. Aber ich habe Patienten, um die ich mich kümmern muss. Okay. Dann fragen wir doch mal nach Möglichkeiten, um uns nützlich zu machen. Ich habe drei Patienten hier, die beim Kampf gegen die Riesenameisen im Generatorengebäude vor ein paar Tagen schwer verletzt wurden. Ihre Wunden sind soweit versorgt und sie sind stabil, aber in schlechter Verfassung. Haben Sie eine medizinische Ausbildung? Ich habe umfangreiche medizinische Kenntnisse. Lassen Sie mich mal sehen, was ich tun kann. Wenn das stimmt, was Sie sagen, hätten wir für Sie alle Hände voll zu tun. Cool, hat sich da gelohnt, Medizin zu skillen.
muss man ja mal anmerken. Dieser Mann scheint eine schwerwiegende Infektion zu haben. Eine falsche Behandlung wäre tödlich. Möchten Sie ihn behandeln, brauchen wir Medizin von 40, was wir haben. Mit einer Kombination aus Heilkräutern, Bandagen und etwas Desinfektionsmittel schaffen Sie es, die Wunden zu reinigen und das Immunsystem des Patienten so weit zu kräftigen, dass er überleben wird. Das war eine echt gute Behandlung. Von Ihnen könnte ich noch das ein oder andere lernen. Oh ja. Was hast du denn auf dem Herzen? Der Mann scheint schwer... Telefon! Psst! What the? Das hört wirklich auf mich. Der Mann scheint schwer verletzt zu sein. Schwellungen in seinem Gesicht und am Hals behindern die Atmung. Eine falsche Behandlung wäre tödlich, wie immer. Sie sind sicher, dass Sie ihn behandeln wollen? Oh, nicht so wirklich. Oh, ich wollte gerade schon draufklicken, da wir Medizin doch nicht so mega hoch haben. Muss mal kurz schauen. Medizin. 40. Huh. Was haben wir denn als Hilfsmittel dabei? Da haben wir doch bestimmt auch irgendwas, um unseren Medizin-Skill hochzupushen. Nein! Natürlich nicht immer genau das, was man nicht braucht. Ja, genau das, was man nicht braucht. Das, was man braucht, haben wir natürlich nicht dabei. Oh, und den können wir leider auch nicht behandeln. Bei seinen Gebrechen. Okay, das ist natürlich schade. Können wir nicht weiterhelfen. War das eigentlich als Quest angezeigt? Nein, war es nicht. Oh, wir haben genug getan. Das finde ich cool. Können wir zur Anführerin zurück. Und uns mal feiern lassen. Denn das hat anscheinend schon gereicht, um uns bei den Rums dann einzuschleusen. Pearl. Sie haben sich wirklich das Vertrauen meiner Leute verdient, mein Kind. Tja, glaube schon. Ich habe alles getan, was ich konnte, um auszuhelfen. Ich glaube, es ist Zeit, dass Sie Ihren wahren Wert zeigen. Die Leute hier akzeptieren Sie langsam. Finden Sie Loyal und befragen Sie ihn über den größten Traum unserer Leute. Er wird Ihnen sagen, was dann zu tun ist. Okay. Dann sollen wir mit Loyal sprechen. Und wir haben ja auch schon in der Geschichte erfahren, was so dieser mega tolle Traum der Rumser ist. Und ich habe es, glaube ich, auch schon einfach eiskalt gespoilert. So ein bisschen jedenfalls. Aber jetzt werden wir es erfahren und auch mal tatkräftig aushelfen, um diesen Traum zu verwirklichen. Natürlich der Traum eines jeden Kindes, was wir gleich erfahren werden. Loyal, schieß los. Pearl hat mir ausrichten lassen, es sei in Ordnung, Ihnen von der Dame im Wasser zu erzählen. Die Dame aus dem See? Was ist das? Vor langer Zeit, lange vor dem Krieg, der fast alles vernichtete, was hier gelebt hat, stürzte hier ganz in der Nähe ein Bomber ab. Ein Bomber war ein Flugapparat, der Sprengstoff auf Dinge abwerfen konnte, die er überflog. Aber ich schweife ab. Weiter im Text. Dieser Bomber stürzte in den Lake Mead, blieb aber fast intakt. Als wir nach Nellis kamen, sehen Sie, da fand ich diesen Artikel in einem Magazin darüber. Es gab eine weitere B-29 in der Nähe. Sie gehörte zu einem Museum. Konnte nicht fliegen, war aber ein prima Ersatzteillager. Können Sie mir folgen? Seit ich ein junger Bursche war, habe ich davon geträumt, die Dame aus dem See zu bergen und wieder zum Leben zu erwecken. Was meinen Sie dazu? Klingt ja vielversprechend. Wie soll ich denn einen Bomber vom Grund eines Sees bergen? Ja, das ist so das kleine Problem. Ganz einfach. Bringen Sie Schwimmkörper am Flugzeug an und lassen Sie es aufsteigen. Hier ist ein Fernzünder. Sind die Schwimmkörper am Flugzeug angebracht, betätigen Sie vom Ufer aus den Zünder. Die Auftriebskraft besorgt den Rest. Okay, das klingt wiederum recht einfach. Das wissen wir eigentlich schon, da die das Gelände nicht verlassen wollen. Deswegen in Ordnung, ich bin dabei. Gut, hier sind die Schwimmkörper. Finden Sie das Flugzeug, machen Sie sie daran fest und drücken Sie den Knopf. Irgendeinen Vorschlag, wie ich auf den Grund vom Lake Mead komme, ohne zu ertrinken. Oh ja, das ist so ein kleiner Nachteil des Menschen, dass er keine Kiemen hat. Versuchen Sie es doch mal mit Luft anhalten. Wenn Ihnen das nicht gut genug ist, reden Sie mit Jack. Der hatte da mal ein Atemgerät in Arbeit. Okay, da wäre es, glaube ich, sogar ratsam, mit Jack zu reden. Ja, da ist doch recht tief ist der See, das habe ich noch in Erinnerung und man da immer halb dran verreckt. Und das nur ein Auf- und Abtauchen war die ganze Zeit.
Rex, alles klärchen. Irgendwas passt ihm wohl nicht. Wie geht es dir, alter Junge? Das höre ich gern. Okay, das ist anscheinend doch nichts. Hat nur gerade echt ein bisschen aufgewühlt gebellt. Dann verabschiede ich mich auch sogleich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich gleich wieder, wie wir den Bomber bergen werden, hoffe ich doch. Ich sag ciao.